So, nochmal hallo an alle, die im Stream sind und alle Freunde der Spielkultur. Wir sind wieder bei LP Livestreamen mit LP Aufnehmen für den YouTube-Kanal. Dementsprechend werden wir jetzt Sekiro 3 weiterspielen. Wir sind ja schon ein ganzes Stück vorangekommen und ich sehe gerade, na, meine Cam ist überall schlecht positioniert, deshalb muss ich vielleicht das ein oder andere erwähnen. Die auf YouTube, die gucken werden, die werden die Cam nicht sehen können, die sehen nur den Spielinhalt, deshalb läuft alles. Wir werden erstmal in die Eichenstadt hier gehen. Wir haben einen langen verschollenen Tempel gefunden. In unseren Büchern gibt es Hinweise auf ein antikes Artefakt. Das könnte ganz nützlich für uns werden. Also vielleicht kriegen wir hier die ein oder andere neue Waffe für unsere Seraphine, die wir dann verwenden könnten für, weitere Gegner zu schnetzeln. Man macht ja eigentlich nichts anderes, als den ganzen Tag hier Gegner schnetzeln. Diese Typen wünschen sich nur, ihr zu sein. Boah, erstmal wieder reinkommen. Die Echsen sind aber neu als Gegner. Da muss ich erstmal gucken, welche Echse welchen Angriff macht. Heiß! Okay, das war's. Oh, Moment. Nein, es kommen noch mehr. Ach, wieder so ein Wellenüberleben. Es ist auch interessant, dass eigentlich die Bonus-Level durchgehend immer nur Wellen überleben sind oder alle töten. Also da hätte man sich echt mehr überlegen können. Ich glaube, die Giftkäfer explodieren auch. Warum kommen denn jetzt Spinnen? Ich hasse Spinnen! Und da überlege ich, wie sie jetzt gerade nochmal heißen. Gefällt mir. Und ausweichen. Okay, das war's. Oh, Moment. Nein, doch noch es nicht. Kommen noch mehr. Bereit machen. Ja, natürlich. Es kommen immer noch mehr. Ne, rechts oben die Cam ist eigentlich ganz okay. Vor allem in den Missionen. Ist das ganz praktisch. Na komm. Exekutieren. Oh nein! Was kann der denn? Der kann mich... Ah, geh weg. Das war auch neu, das kannte ich noch nicht. Dass die mich hier so in dem erledigt Zeug erledigt. Gefangen nehmen können. Aber vergesst nicht, die guten Sachen aufzusammeln, bevor die nächste Welle kommt. Vor allem die Sachen aufzusammeln. Es gibt nur Gold zum Aufsammeln. Es gibt sonst nichts anderes. Ja, die Käfer explodieren wirklich. Ich wollte es nur mal kurz testen. Ich habe keine Ahnung, was die machen würden, wenn sie... Wenn ich den nicht counter. Deshalb machen wir es besser einfach mal. Okay, das war's. Oh, Moment. Nein, es kommen noch mehr. Bereit machen. Blutbord. Leider gefällt mir Sekiro immer besser. Weil es einfach so für zwischendurch zocken eigentlich gar nicht mal schlecht ist. Es ist schön unkompliziert. So ein paar Skills sind benötigt. Man sollte halt zwar dabei nicht übertreiben, wenn man von Skill redet. Hallo, großes Ding. Gib's mir! Oh oh! Oh nee, ich bin zu doof.
Komm her. So ist brav. Noch einmal. Na, ich krieg ja keinen Abzug, wenn ich den Heiltrank benutze. Dann kann ich den Heiltrank auch eben reinhauen. Die bedauern jetzt jemals hierher gekommen zu sein. So, Heilungstote bekommen. Und da habe ich übrigens auch herausgefunden, dass ich diese Totems erstmal in mein Inventar geben muss. Ich kann auch immer nur einen Gegenstand mitnehmen auf die Mission. Also nämlich entweder Heiltrank oder diese Totems. Also wenn ich mit mehreren spiele, müsste ich mich absprechen mit denen sogar. Ach, ein Traum. Es wäre auch so interessant, wenn mal einfach jemand in mein Spiel reinjoinen würde, weil eigentlich ist es öffentlich. Oder wir können mal gucken. Item Shop. Stellt für alle Spieler in Reichweite nach und nach Gesundheit wieder auf. Kann auch nicht gekauft werden. Ah ne, stimmt. Ja, Moment, ich nehme das mit. Aber ich muss über eine Maus... Nicht über eine Maustaste, über eine... Joypad-Taste muss ich mich auswählen, welches Totem ich da gerade ausgewählt habe. Feindliche Truppen versuchen, die Lavaströme zu nutzen, um den Wald und die Dörfer niederzubrennen. Rettet den Wald! Ach, na gut, ihr dürft auch die Bewohner retten. Humor. Er ist irgendwo hier versteckt. Obwohl es wirklich so, irgendwann ist man so zugeballert mit dem schlechten Humor, dass es einfach besser wird. Heute werden wir richtig viel Spaß haben. Ah, heißer Type. Na komm. Exekution. Fühlt sich gut an. Vielleicht was, aber da kommen noch mehr. Ach, das ist schon das Ende des Levels eigentlich. Wo kommen denn noch mehr? Ach nee, doch nicht. Hier unten geht's lang, Gott sei Dank. So, Schild brechen. Schild brechen. Ausweichen, ausweichen, Exekution. Ausweichen. Ah, Moment. Ihr könnt stolz auf euch sein. Und jetzt geht heim. Oh, maximaler Vorrat für die Heiltränke. Erhöht dadurch. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier oben ist die Truhe mit Gold. Und danach können wir nämlich aus der Bonusmission auch raus und können wieder ein normales Station machen, also beziehungsweise normales Level. Nämlich, dass die Story weitergeht. Und dass ich leveln kann mal ein bisschen. Weil in den Nebenmissionen kriege ich eigentlich immer viel zu wenig EP, um weiterzukommen. Muss ich eigentlich mehr Heiltränke kaufen? Ne, Vorrat ist auf Maximum. So. Dann wollen wir mal nach Ennakuali. Kämpft euch euren Weg durch die vorrückenden Truppen des Feindes und rettet das Ennakuali-Artefakt. Whatever. Also, ich glaube, wir können sicher annehmen, dass Zane ein Carrier vernichten will, um den Widerstand zu besiegen. Oder, weißt du, er will die Welt vernichten und, naja, auch ein wenig kämpfen. Tja, irgendwie so. Das ist Nakuali, das Trainingsgelände des Widerstands. Von hier entsendet die Weltsaat nach ganz Ancaria ihre Energie und den Widerstand. Willst du sagen, dass Zane unser Trainingslager gefunden hat?
Dazu kommen wir noch. Und eigentlich ist es Zanes General Sandrax. Sandrax und seine Truppen stoßen schon durch den Wald vor, um uns zu zerschlagen und die Saat zu vernichten. Haha, greift die Bäume an, zerstört sie und macht mit den Rebellen dasselbe. Er weiß nicht, wie wichtig die Weltsaat ist. Vielleicht haben wir eine Chance. Wir haben mehr als eine Chance. Wir haben Helden. Oh mein Gott. Ich habe euch hinter den feindlichen Linien abgesetzt. Vielleicht habe ich das sogar absichtlich getan. Brecht in ihre Lager ein und schaltet zuerst die Katapulte aus. Haha, endlich treffen wir uns. Wie berechenbar, mich von hinten anzugreifen. Männer, schließt die Tore. Wie geplant. Hoppla, aber dieses Mal wirklich. Versucht, einen Weg zu den Katapulten zu finden. Und das Tor. Es muss einen Schlüssel dafür geben. Ja, wie immer. Ich bin eigentlich manchmal ein bisschen unsicher, was Aria überhaupt ist, weil die transportiert mich immer wieder zu den Toren oder was auch immer. Warum macht die das zum Beispiel? Weil sie es kann, natürlich, aber warum kann die sowas? Warum kann ich sowas nicht? Warum kann ich mich nicht teleportieren? Vorsicht. Ich glaube, die Explosion hat ein bisschen Schaden gemacht bei mir. Also im Moment ist hier noch nicht viel los. Gut gemacht! Was ist es? Komm her. Ich hätte gern auch so ein Ding, was Pfeile schießt aus der Hand. Gib's mir! Aus dem Arm. Hauptsache, alle kippen immer nur um. Keiner stirbt mal durch meine Schläge. Habe ich gerade ein Zelt in die Luft gejagt? Es scheint so, und hier hinter... Oh, Junge! Ach, wenn ich noch eine Bombe hätte, könnte ich bestimmt da hinten ran, oder? Ist das Gold? Mm-mm-mm. Ich habe den Tiefpunkt erreicht. Warum kommen eigentlich nur so wenig Gegner? Echt sexy! Das sollte es gewesen sein, oder? Ah, nee, das ist einfach nur gelber Boden. Das sind Blätter. Das ist gar kein Gold. Nicht angreifen. Ausweichen. Nächster töten. Gut gemacht! Also jetzt wird's echt ein bisschen merkwürdig. Ach, da kommt ein neuer mit Schild. Also die Art von Gegner hatte ich auch noch nicht. Oh, geh weg mit deinem dämlichen Helm. Jetzt aber. Geschickter Kill. Ach, Baby. Weißt du, was fehlt? Eigentlich sowas wie, dass du zugelabert wirst mit Multikill. Multikill. Obwohl, es gibt ja Gemetzel. Aber Gemetzel zählt zum Beispiel nur dafür,
Ja, ich glaube mal 4 oder mal 5 kann ich die Punkte erhöhen. Das ist aber nicht viel dann. Das gefällt mir. Schlüssel erhalten und Level 9. Es gibt übrigens 50 Level. Danach bin ich fast tot umgefallen, als ich das gehört habe. Oh, die Katapulte. Sie feuern gleich auf unsere Naquali-Basis. Könnt ihr sie rechtzeitig zerstören? Bestimmt. Ich habe Armeen vernichtet, Städte und einmal durch Zufall auch eine Schafherde. Aber heute werde ich eure hoffnungslosen Hoffnungen zerstören. Schergen zum Angriff! Ohne Witz. Der Gag war fast gut. Ach, die war sind schon tot. Auch zu gut? Bei denen sah es liegend genauso aus wie stehend. Schlecht, wenn man im liegenden Gewerbe arbeitet. Oder auch nicht. Lasst euch nicht durch Kämpfe ablenken. Zerstört die Katapulte. Es gibt eh nichts mehr zu kämpfen. Jedenfalls nicht mehr so viel. So, nochmal den Block raus. Konter. Na, nicht hier in die Ecke reindrücken lassen. Die Katapulte! Zerstört die Katapulte! Ganz in Ruhe, Aria. Ich sehe hier nirgendwo einen Timer. Dementsprechend werde ich ja wohl auch die Zeit haben, hier eben noch ein paar Leute zu töten. Gut gemacht! Multivitamin, wird im Chat gesagt. Wisst ihr, wie viele Exekutionen man schaffen muss für ein Achievement hintereinander? 5 Stück. Da frage ich mich echt, wann ich in die Situation mal komme. Die Katapulte! Zerstört die Katapulte! Ah, guck mal, der gleiche wie gerade, nur mit Bart. Und mit wenig Haaren. Er ist der Bigfoot. Ah! Ach, Baby. Lass gut sein, ich kümmere mich schon um die Katapulte. Du brauchst nicht für mich aufräumen. Beziehungsweise Kuchen backen. Hätte ich gewusst, geschafft. Dass du kommst, hätte ich Kuchen gemacht. Kuchen gemacht. Wir brauchen keine Artillerie. Ich habe manche Feinde schon mit einer guten Beleidigung erlebt. Jetzt musste ich leider einen Heiltrank nehmen, wir euren Widerstand weil ich nicht aufgepasst hatte. Dass da hinten die ganzen Truppen kamen. Ich hätte nicht die Exekution machen dürfen, beziehungsweise diesen Bonus, also beziehungsweise Spezialangriff bei dem Typen. Gefällt mir. Mit dir mache ich es besonders gern. Diesen Power-Move. Kuchen mit Kuchengeschmack ist meine Lieblingsfarbe. Nein! Ich dachte, der ist tot. So. Man hätte auch da. Also, die Entwickler hätten echt machen können, dass man das Gold automatisch aufsammelt. Also, nicht insgesamt. Also, nicht. Konnten sie nur. Dass man drüber läuft und es sie wird haben aufgesammelt. Es getötet, um uns den Weg zu versperren. Monster. Findet einen anderen Weg. Vor allem S ist die richtige Bezeichnung dafür. Aber es bewegt seinen Kopf noch. Und es wurde schön in Szene gelegt. Komm! Das war nah dran an den Fünfer.
muss auch sagen, die Seraphine ist die einzige, glaube ich, die das gut schaffen könnte, weil die halt diesen Angriff hat, der die Gegner umschmeißt. Aber ich hatte bis jetzt noch nicht so eine Situation, wo die so gerade auf mich zukam, dass das wirklich so gut geklappt hat. Da. Übrigens. Ist allerdings ein wenig sehr dunkel. Lasst mich mal das probieren. Oh, wow, ich bin ein größerer Sonderling, als ich dachte. Du bist für uns alle ein Licht, Aria. Wir hätten dich bei den Bingo-Abenden im Kloster gebrauchen können. Was ein Blödsinn. Einst zogen Elfen durch diese Wälder, jetzt nicht mehr. Verständlich, wenn man bedenkt, dass die Pflanzen einen fressen wollen. Ich erinnere mich an die Elfen. Ich denke, ich bevorzuge die fleischfressenden Pflanzen. Aber was ein Blödsinn. Als wenn ich hier irgendeine Pflanze noch schlagen werde. Es ist so still. Wahrscheinlich, weil hier irgendwo eine Killerpflanze kommt. Ah, Spinnen. Ach, Baby. Ich kann den irgendwie schlecht ausweichen. Den Schüssen von den Typen. Ich bin froh, dass das vorbei ist. Unheimlich. Beeilt euch. Feindliche Truppen marschieren zur Verteidigungslinie. Eure armselige Barrikade wird fallen wie meine Hose nach zu viel Portwein. Meine Schergen sind fast dort. Alter, das kann nicht dein Ernst sein. Ey, manche Aussagen, das kann doch nicht ehrlich sein. Okay, da vorne ist jetzt erstmal eine halbe Tonne Leben. Sieht aber so aus, wenn wir hier... Die Wachen haben diese Basis mit ihrem Leben verteidigt. Wir dürfen nicht zulassen, dass es umsonst war. Beschützt das Tor! Mach ich. Ach, Baby. Nicht zu schwer machen, bitte. Noch einmal. Hier liegt so viel HP rum. Guck mal, selbst hier können die einblenden, wie viel Wellen ich noch zu spielen habe. Ja, Sacred 3 Werbung vor einem Sacred 3 Livestream. So muss das sein. Kommentar aus dem Chat. Wo bleiben die Gegner? Mir. Können die eine Gefahr fürs Tor werden? Sieht nicht so aus, oder? Nee. Sind einfach nur ganz normale Gegner. Also beziehungsweise welche, die ohne Bomben irgendwie das Tor angreifen können. Fühlt Hallo, sich gut großes, an. Dickes Ding. Hauptsache, er fällt nicht um, wenn ich den mit der Druckwelle angreife. Sexy. Komm her. Manche Bodenmarkierungen hätten echt besser werden können.
Oh, ich habe einen übersehen, ne? Der ist... Fühlt so, sich stopp. Gut an. Reicht. Lass mein Tor in Ruhe. Hier darf nur einer rein zur Sperrstunde und das bin ich. Während ihr eure Zeit verschwendet habt, diese Barrikade zu verteidigen, haben meine Mannen das Nebentor angegriffen. Wir werden dieses Tor zum Frühstück verspeisen. Ich freue mich schon, dir später die Fresse zu polieren. Ich hätte das spüren sollen. Aber es ist noch nicht vorbei. Kürzt durch den Wald ab, dann könnt ihr sie erledigen, bevor sie das Tor durchbrechen. Ich würde gerne mehr als nur in den Wald eindringen, wenn du verstehst, was ich meine. Diese Bestien, und das meine ich im bestmöglichen Sinne, scheinen wirklich keine Eindringlinge zu mögen. Darf ich vorschlagen, so schnell wie möglich von hier zu verschwinden? Ist, ohne Witz, ist Adria in meinem Kopf drin? Ist sie überhaupt eine richtige Person? Am Anfang wird die als Person vorgestellt. Ich habe aber immer mehr das Gefühl, dass sie einfach bei mir im Kopf rumlungert. Und sowas ist wie bei Deus Ex die Stimme, die mit einem immer spricht, oder? War doch bei Deus Ex früher. Ich glaube es nicht. Die alten Elfen haben eine Abkürzung zurückgelassen. Benutzt das Energieschloss, um das Tor mit eurer Energie zu aktivieren. Dann können wir Zanes Streitkräfte überholen. Oh Mann, ey. Genau, den müssen wir mal ausschalten. Benutzt das Energieschloss. Ihr könnt später noch kämpfen. Ey, willst du mich verarschen, Hoshi? Mir fällt schon auf, dass ich hier so das ein oder andere Problem habe, ne? Vor allem, weil die Perspektive gerade... Ich weiß nicht, irgendwie sehe ich den sehr schlecht. Oder ich verliere mein Augenlicht. Eins von beiden wird sein. Wir sind hier, um Zane zu bekämpfen, nicht den Wald. Boah, wie ich sie hasse. Boah, und dann hänge ich hier an der Ecke fest. Noch einmal. Und die Viecher, die geben echt am meisten auf die Eier. Benutzt das Energieschloss. Ihr könnt ich muss den jetzt ausschalten. Kämpfen. Weil die einen machen einmal Stachel unter der Erde. Und wenn ich da halt nicht rankomme, habe ich halt auch die Arschkarte. Noch einmal. Und die anderen machen halt diese Kreise, wo ich nicht über den Rand gehen darf. Sonst kriege ich halt Abzüge. Die hier. Boah, und dann das Tor. Hat der so Wir einen scheiß weiten um Schlag. Bekämpfen, nicht den Wald. Klappe zu. Agro Berlin. Noch einmal. So. Jetzt aber. Öffnet das Tor. Wir sind hier, um Zane zu bekämpfen, nicht den Wald. Boah, jetzt kann ich mich hier nicht mal hinstellen. Oh, da unten ist schon wieder so ein Mistvieh, ey. Komm. Lass das. Ich will doch nur das dämliche Portal aufladen. Müssen wir erstmal Energie sammeln. Jetzt muss ich mal kurz im Chat eine Frage beantworten, und zwar, ob das Spiel überhaupt Spaß macht. Naja, es gibt mehr als zwei Knöpfe. Es gibt eigentlich zwei Spezialangriffsknöpfe plus Heiltrank später noch kämpfen. Plus die zwei Spezialattacken, die man auswählt. Aber es ist dadurch eigentlich... Ja, an sich ist es okay. Man sollte aber auch vielleicht auf ein Steam-Sale eher warten, um das mal zu kaufen. Um so ein paar Runden zu zocken, weil 50 Euro ist echt überdimensioniert. Ich glaube, das hält auch nicht, was es verspricht von der Spielzeit. Also das haut nicht hin. Benutzt das Energieschloss. Ihr könnt später noch kämpfen.
das so als mein Fazit nach, ich glaube, jetzt 6 Stunden oder so. Vielen Dank, alte Elfen. Jetzt ist es nur noch eine Kleinigkeit, bis zur Verteidigungslinie zu kommen und die Eschentruppen zu besiegen. Hoffe ich. Du hoffst, mit mir zusammenzukommen. Hab ich recht? Nein, hoffe ich nicht. Geheimgang? Nö. Warum noch ein Heiltrank? Ich war echt verschwenderisch. Ich bin gerade am Überlegen. Wo habe ich das denn letztes Mal gefunden? Ah, genau. Ah, ich muss gar nicht drücken. Ich könnte so anders auswählen. Aber die anderen Sachen muss man halt immer nachkaufen. Deshalb ist eigentlich eher am besten, dass man die Heiltränke nur verbraucht, weil die füllen sich automatisch wieder auf. Wir sind zu spät. Haha, ihr habt versagt. Und schon bald wird die wertvolle Weltsaat, die eure Streitkräfte beschützt, mir und Zane gehören. Hauptsächlich Zane, aber mir auch. Er hat die Weltsaat noch nicht erreicht? Dann haben wir noch eine Chance. Wow, dann haben wir noch eine Chance. Dieser Wald wird sterben. Und all unsere Hoffnungen mit ihm, wenn wir die Weltsaat nicht retten können. Mögen die Götter mit uns sein. Rettet die Weltsaat! Aber zuerst ein wenig Romantik. Du weißt doch, was ich meine. Nein. Keiner weiß, was du meinst. Genau deshalb haben die Entwickler dich so stumpf gemacht. Gut gemacht! Ah, hier ist Leben, gut. Kann ich gerade noch mal kurz gebrauchen. Was kümmert euch das? Ihr habt verloren. Das Scheitern ist vollendet. Gewonnen habt ihr nicht. Meine Mannen werden. Ich muss mal eben die rausziehen. Jetzt habe ich in einem Level schon 2 Level gemacht. Okay, vielleicht geht Leveln doch ein bisschen schneller mit der Zeit. Achievement freigeschaltet. Level 10. Morgen früh werde ich dich trotzdem noch respektieren. Nein, lass mich weg. Fühlt sich gut an. So, da ist ein bisschen Leben. Und weg mit dir. Toll, wie der Kopf trotzdem stehen bleibt. Sexy. Toll, wie ich hier nicht durch einen Bogen gehen kann, weil es nicht so gewollt ist vom Spiel. So. Endboss. Bom, 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 bom. Ach, wir können sogar mal gegen den kämpfen, mit dem wir gesprochen haben. Wurde vom Zirkus nicht genommen. Kann man so machen, muss man so nicht. Das kitzelt! Ernsthaft, hört auf! Lasst mich euch zurückkitzeln!
Was für ein Levelkack. Schafft das! Nicht, dass ich überrascht wäre. Also da war schon der... Ich glaube, der von der letzten Stage war besser. Beziehungsweise schwieriger. Da sind dem seine Fähigkeiten doch relativ überschaubar. Ich weiß nicht, ob es im LP schon drin hatte. Noch einmal. Jetzt für die Leute, die im Stream sind. Und zwar ist eigentlich der Kampf gegen das Schiff. Den fand ich nicht schlecht. Der war auch nicht so einfach. Na, jetzt haben wir wieder das Problem, dass wir mit den Bomben arbeiten müssen. Ja, explodier. Tot. Sühne verbessert. Ich bin nur einmal als Kind besiegt worden. Und da ging es darum, wer der größte Vollpfosten ist. Wir werden sehen, wer am Ende der größte Vollpfosten ist. Merkt euch meine Worte. Denkt daran, was ich euch gesagt habe. Vergesst es nicht. Unglaublich. So, schön. Level 10, Sühne erweitert. Ein bisschen LP, ein bisschen Gold. Und dann endet nämlich der LP-Part an dieser Stelle. Also alle auf YouTube. Wir sehen uns dann im nächsten Part zu Sacred 2. Alle im Stream können bleiben. Wir machen jetzt gleich direkt weiter mit dem nächsten Part.